Ja, mein Name ist Markus Felix. Ich bin Energieberater für die Verbraucherzentrale und werde Ihnen heute entsprechend den Vortrag halten, wie kann ich meine Heizung optimieren, und werde Ihnen da einiges entsprechend zu erzählen. So, nächste Folie. Na, Folie will nicht. Dann muss ich mal eben den Pointer ausstellen. Lässt. Da, so, Entschuldigung. So, Wärmeverbrauch reduzieren. Wir empfehlen, also wir von der Verbraucherzentrale oder auch der Kern empfehlen, eine Reduzierung der Raumtemperatur. Sie haben im Grunde, viele von Ihnen haben Thermostate an den Heizkörpern, so wie er hier vielleicht auch dargestellt ist. Der kann bei Ihnen vielleicht auch anders aussehen, aber das sind ganz typische Regeleinrichtungen an den Heizkörpern, um entsprechend Ihre Temperatur, so wie Sie die eingestellt haben, regeln. Da stehen keine Temperaturen drauf, so wie hier auch sichtbar, haben wir dort eine Skala 1 bis 3. Kann auch bei Ihnen vielleicht etwas anders beschriftet sein, aber in der Regel sind da eigentlich diese Zahlen in der Form so drauf. Die Zahlen bedeuten im Grunde im Hintergrund Temperaturen, und die haben wir hier mal dargestellt. Das heißt, wenn Sie auf 3 stehen haben würden, würde das bedeuten, dass Sie ungefähr eine Raumtemperatur von 20 Grad erreichen würden. Es kann ein bisschen unterschiedlich sein, je nachdem, wie gerade die Verhältnisse da im Raum sind, wie halt eben Luftzug und solche Sachen direkt an der Stelle sind. Aber in der Regel können Sie davon ausgehen, dass an der Stelle, wo gemessen wird, die 20 Grad im Grunde erreicht werden. 20 Grad sind im Grunde Temperaturen für Wohnräume, Küche. Haben Sie ein Badezimmer, dort wollen Sie in der Regel eigentlich eine höhere Temperatur haben. Da stellt man eigentlich so zwischen 3 und 4 ein. Flure, wo Sie im Grunde eigentlich ja nur durchgehen, was diese halt eben entsprechend nicht so benutzen. Da können Sie mit der Temperatur runtergehen und würden da entsprechend dann auf 2 stellen. 2 bedeutet entsprechend 16 Grad. Aber auch Ihr Schlafzimmer brauchen Sie nicht entsprechend so hochheizen. Dort wollen Sie es entsprechend ja natürlich auch etwas kühler haben. Und dort reicht eine Einstellung von 2, also auch im Grunde die 16 Grad. Also, Sie müssen wissen, 3 ist ungefähr die 20 Grad, 2 sind 16 Grad, dann gibt es auch noch 1, und dann gibt es hier auch noch so ein Nachtsymbol. Nachtsymbol ist dann halt eben die sogenannte Absenktemperatur. Wenn Ihre Heizungsanlage das nicht selbstständig macht, also durch eine zeit- und witterungsgeführte Steuerung, dann brauchen Sie da nicht unbedingt was dran machen, aber wenn das halt eben nicht automatisch läuft, dann würden Sie abends entsprechend halt eben den Heizkörper, das Thermostat entsprechend runterdrehen, und dann würde man das entsprechend auf dieses Mondsymbol, die Nachtabsenkung, entsprechend runterschalten. Und dann gibt es noch, was man hier jetzt gerade nicht sieht, so ein Frostschutzsymbol. Frostschutz heißt im Grunde, dann ist der Thermostat oder der Heizkörper in dem Sinne eigentlich erstmal ausgeschaltet, und ab 6 Grad und kälter würde dann der Thermostat entsprechend wieder öffnen. Wie der Name es sagt, Frostschutz würde ja halt eben dafür sorgen, dass der Heizkörper nicht durch Kälte im Grunde halt eben ja einfrieren würde. Reine Frostschutzfunktion. Sie müssen aber auch wissen, wenn Sie dann Fenster öffnen zum Lüften und dort kalte Luft im Grunde vom Fenster her runterfällt und auf den Thermostatkopf aufstoßen würde, dass dann der Kopf natürlich im Winter halt eben ja die Außenluft abbekommt und entsprechend in dieser Stellung auch halt eben dann öffnen würde. Das ist keine Fehlfunktion von dem Thermostat, sondern das ist rein eine Einstellungssache, dass der halt eben den Frostschutz ja gewähren will. Wichtig ist auch zu wissen, dass es solche elektronischen Köpfe gibt. Mit denen können Sie natürlich ganz einfach gewisse Zeiten auch einstellen und auch Zeiten mit unterschiedlichen Temperaturen. Das Ganze kann man manuell an diesen Köpfen oder einstellen. Das kann man aber auch heute sehr schön mit gewissen Apps machen. Das Ganze wird dann smart, und dann können Sie eventuell über Ihr Smartphone oder über den Rechner auf diese Regelgeräte zugreifen und können entsprechend dann dort halt eben gewisse Einstellungen vornehmen.
Man kann im Grunde auch solche Sachen mit gewissen Fensterkontakten versehen. Das heißt also, wenn Ihre Fenster Fensterkontakte haben, könnte man über den Fensterkontakt auch dann den Thermostat entsprechend sagen, okay, wenn das Fenster auf ist, dann bitte nicht heizen. Solange das Fenster auf ist, halt eben entsprechend dann keine Heizfunktion. Sobald das Fenster wieder geschlossen ist, entsprechend dann wieder eine Heizfunktion. Das ist gerade im Lüftungsfall halt eben eine interessante Lösung. Kann man nachrüsten. Sie müssen nicht unbedingt deswegen Kabel verlegen. Da gibt es heute mittlerweile Fensterkontakte, die Sie halt eben auf Funkbasis entsprechend nachrüsten können. Ist aber kein Muss, ist eine Möglichkeit, was heute mit dieser Technik im Grunde machbar ist. Das Schöne ist im Grunde halt eben, dass Sie halt eben ja hier alles entsprechend einstellen können. Die Köpfe passen eigentlich in der Regel auch auf fast alle Thermostate drauf. Da sind entweder Adapter dabei, sodass Sie die halt eben entsprechend auf Ihren vorhandenen Thermostat platzieren können oder halt eben entsprechend ja, montieren können. Also auch bei diesen zum Aufheizen nicht höher als die gewünschte Temperatur einstellen. Das Absenken der Raumtemperatur um 1 Grad reduziert den Energieverbrauch um ca. 6%. Das muss man auch immer wissen. Das heißt also, wenn Sie im Grunde sonst 21 Grad in Ihrem Wohnraum fahren würden und würden jetzt doch überlegen, auf 20 Grad zu reduzieren, also auf 1 Grad weniger, bedeutet das schon 6% weniger Energieverbrauch für diesen Raum. Nachts oder bei Abwesenheit soll die Solltemperatur um etwa 5 bis 6 Grad abgesenkt werden, nicht tiefer, weil das würde bedeuten, dass sie morgens entsprechend oder wann wieder aufgeheizt werden soll, zu stark aufheizen müssen und das würde entsprechend eigentlich mehr Energie verbrauchen, als wenn sie halt eben diese 5 bis 6 Grad ungefähr einhalten. Wichtig ist auch immer zu schauen, ob ihr Heizkörper nicht entlüftet werden muss. Das können Sie ganz einfach selber feststellen. Natürlich A, wenn er seine Leistung nicht bringt, aber B, können Sie es auch fühlen. Auf der Seite, wo das Thermostat ist, ist in der Regel nicht der Entlüfter. Der sitzt genau entgegengesetzt auf der anderen Seite. Und wenn Sie mit der Hand über den Heizkörper oben drüber herfühlen, merken Sie, ob der Heizkörper auf der ganzen Länge warm ist oder nicht. Wenn er nicht auf der ganzen Länge warm ist, also zum Ende hin von dem Heizkörperventil weg immer kälter wird, dann ist das ein Zeichen davon, dass der Luft in sich haben könnte. Und um die Luft im Grunde rauszubekommen, nehmen Sie Ihren Lüfterschlüssel. Man kann auch teilweise einen Schraubendreher halt eben nehmen. Das liegt so ein bisschen dran, was dort da gerade verbaut ist. Und entlüften den Heizkörper so lange, bis entsprechend Wasser kommt. Wichtig ist auch nach dem Entlüften, dass Sie entsprechend wieder zur Heizungsanlage gehen und entsprechend halt eben Wasser wieder nachfüllen, damit Sie entsprechend Ihren eigentlichen Druck entsprechend in der Anlage haben. Man muss aber auch immer wissen, bei diesen ganzen Thermostaten, ob es jetzt so ein digitaler ist oder gerade bei den manuellen Thermostatköpfen erlebe ich das immer wieder, dass ganz viele die Gewohnheit haben, wenn die in einen kalten Raum reinkommen, dass der Thermostat erstmal auf 5 hochgedreht wird, damit der Raum schnell warm wird. Das ist ja, eine Kopfsache, sage ich einfach mal. Das brauchen Sie nicht. Sie können den Thermostat von vornherein auf Ihre Wunschtemperatur einstellen. Der Thermostatkopf macht nichts anderes, als dass er zu Anfang, wenn der Raum seine Temperatur noch nicht hat, also eine große Differenz dazwischen ist, dass der intern auf 5 im Grunde also erstmal ganz auffährt und je näher er an die Temperatur rankommt, entsprechend halt eben schließt. Das würde in Ihrer selbst ja, eingestellten Situationen, also auf 5, merken Sie irgendwann, dass es vielleicht zu warm ist und dann entsprechend stellen Sie runter. Das können Sie viel eleganter mit dem Kopf alleine machen, den auf Ihre passende Temperatur von vornherein einstellen und der regelt das entsprechend sauber halt eben runter. Dann Tipps entsprechend, wie Sie weiter halt eben die Energie reduzieren können. Nachts Rollos oder Fensterläden und Vorhänge schließen, damit halt eben die Wärme aus dem Raum nicht verloren geht. Heizkörper nicht unter Vorhängen oder Möbel verstecken oder ganz früher hatte man auch noch gerne Verkleidung entsprechend vor dem Heizkörper. Die nehmen die Zirkulation weg. Dadurch hat der Heizkörper eine Minderleistung. Das ist negativ.
Oder entsprechend, was man auch immer wieder sieht, dass die Thermostatköpfe durch Vorhänge oder auch sonstige Vorbauten bedeckt sind oder abgedeckt sind, dann kann auch dieser Kühler nicht richtig reagieren, weil ich sag mal, da eventuell eine Stauwärme drunter ist. Und wenn solche Situationen da sind, muss man überlegen, ob der Thermostat an der richtigen Stelle platziert ist oder ob man den durch andere ja, Umbauten entsprechend anders platzieren kann. Es gibt da sogenannte Fernfühler, die dann an anderer Stelle die Temperatur des Raumes wahrnehmen. Tagsüber Solargewinne berücksichtigen, sodass sie halt eben über Tag nicht die Rollos runter haben, sondern die Rollos hoch haben, sodass sie dann halt eben die Sonnenenergie in dem Raum halt eben auffangen können und entsprechend diese Energie mitnehmen können. Türen zwischen unterschiedlich temperierten Räumen sollten geschlossen bleiben, damit sie da ja, erstmal keinen Luftaustausch bekommen. Luftaustausch würde bedeuten, dass sie dann halt eben den anderen Raum theoretisch mitheizen würden oder andersrum auch, würden sie Zugluft aus dem kälteren Raum in ihren Wohnraum bekommen und das wäre natürlich auch nicht so angenehm. Und sie heizen ja grundsätzlich den anderen Raum mit, was sie ja im Grunde erstmal gar nicht wollen. Wichtig ist auch immer das Lüften, dass sie richtig und vernünftig lüften. Hier auf diesen Bildern sehen wir im Grunde die Lüftungsarten: Stoßlüftung, Kipplüftung, Querlüftung oder nochmal Querlüftung. Wir sehen hier im Grunde immer das Fenster und die Tür des Raumes und wir sehen hier unten einen blauen Balken. Ist hier unterschiedlich lang ausgeführt. Das heißt im Endeffekt, je länger der Balken ist, umso länger brauchen Sie entsprechend, um diesen Raum vernünftig zu lüften. Das heißt, im Endeffekt, wenn Sie das Fenster aufhaben, die Tür geschlossen haben, brauchen Sie eine gewisse Zeit zum Lüften. Wenn Sie das Fenster auf Kipp haben und die Tür auch geschlossen, dann brauchen Sie entsprechend eine längere Zeit, um halt eben diesen Raum sauber durchzulüften. Das wäre einmal die Stoßlüftung und einmal die Kipplüftung. Bei der Querlüftung heißt das, dass Sie dann entsprechend die Tür aufhaben von dem Raum und auf der gegenüberliegenden Fassade entsprechend natürlich auch ein Fenster offen haben und die Tür, wenn eine Tür dazwischen ist, entsprechend auch. Damit zieht die Luft im Grunde einmal quer durchs Gebäude, deswegen Querlüftung. Und Sie brauchen bei weitem nicht mehr so viel Zeit, um halt eben Ihr Gebäude entsprechend oder den Raum durchzulüften. Das Ganze entsprechend mit gekipptem Fenster, nicht mit geöffnetem Fenster, brauchen Sie halt eben auch bei der Querlüftung wieder mehr Zeit, kann man sich ja vorstellen, weil hier entsprechend weniger Luft im Grunde durchgeht. Wichtig ist aber auch immer zu wissen, in welcher Jahreszeit Sie lüften. Das ist nämlich unterschiedlich. Unterschiedliches Lüften bei unterschiedlichen Jahreszeiten. Bei milden und aufgrund der höheren Außentemperatur feuchteren Verhältnissen muss für einen ausreichenden Feuchteabtransport aus dem Inneren länger und häufiger gelüftet werden. Da müssen Sie so circa 15 bis 30 Minuten lüften. Bei Windstille natürlich entsprechend halt eben noch wieder anders. In den feuchtwarmen Sommermonaten sollten Keller nur früh morgens oder spät abends gelüftet werden, wenn die Temperaturen und entsprechend möglich feuchten niedriger sind. Und in kalten Monaten sind auch die Luftfeuchten der Außenluft geringer. Für einen Luftwechsel durch Stoßlüftung sind aufgrund des thermischen Antriebs Fensteröffnungszeiten von 5 bis 10 Minuten ausreichend. Hier sehen wir jetzt ein Diagramm oder ein Bild mit einem sogenannten Behaglichkeitsfeld. In diesem Feld fühlen wir uns im Raum wohl. Hier ist einmal dargestellt die Achse der Temperatur, der Raumtemperatur, und wir haben die Achse der relativen Raumluftfeuchte. Und außerhalb dieses Feldes fühlen wir uns nicht wohl, unbehaglich feucht, unbehaglich trocken, noch behaglich und in diesem Bereich behaglich. Also die relative Luftfeuchtigkeit sollte auch im Schlafzimmer, in der Küche oder im Bad in der kalten Jahreszeit bei ausreichender Belüftung unter 60% liegen. Die 60%, das ist diese Marke.
Und da sehen wir auch, dass wir halt eben bei 20 Grad oder auch 18 Grad immer noch hier im Behaglichkeitsbereich liegen. Im Winter sollte es ohne große Anstrengung möglich sein, Werte um 50% im Mittel zu halten. Es wird empfohlen, das Raumklima, Entschuldigung, mit Hilfe von Thermohydrometern zu überprüfen. Thermohydrometer sind Messgeräte, mit denen Sie entsprechend ja, ablesen können, wie Ihr Verhältnis ist der Luftfeuchtigkeit oder auch der Raumtemperatur. Man muss aber auch, wenn man dieses Diagramm kennt, mal sehen, was man im Grunde eigentlich manchmal macht. Die Luftfeuchtigkeit haben wir gerade gesehen, dass das für die Behaglichkeit auch ein ganz interessantes Instrument ist. Wenn wir einen Raum haben, der entsprechend, ich sag mal hier irgendwo 20 Grad hat und hat nur 35% oder auch 20% Luftfeuchtigkeit, fühlen wir uns in diesem Raum nicht wohl. Was würden wir in der Regel eigentlich machen? Wir würden die Temperatur erhöhen. Und wir sehen, wenn wir die Temperatur erhöhen, kommen wir nicht in den Behaglichkeitsbereich rein. Also wir müssen in dem Bereich dann die Luftfeuchtigkeit erhöhen und würden dann in den Bereich reinkommen, dass es behaglich ist. Also ohne weitere Temperaturzuführung würden wir einen behaglichen Raum bekommen. Andersrum wie oben wäre es halt eben so, dass wir natürlich dann auch die Temperatur auch nicht erhöhen würden, sondern auch da entsprechend die Feuchte abtragen, um halt eben da die relative Raumluftfeuchte entsprechend in den Bereich reinbekommen, wo es behaglich ist. Also da immer dran denken, dass dieses Behaglichkeitsfeld unser Bereich ist, wo wir uns in den Raum wohlfühlen und dass wir mit dem Verhältnis der Raumtemperatur und Luftfeuchte ja ein behagliches Empfinden für den Raum herstellen können. Der hydraulische Abgleich. Bestimmt haben Sie schon mal von dem gehört. Und hier sehen wir entsprechend zwei Heizungsstränge, so nenne ich die einfach mal. Einmal haben wir hier einen Strang, der wird hier beschrieben ohne hydraulischen Abgleich und der andere mit hydraulischen Abgleich. Die Bilder dieser Heizflächen sind unterschiedlich. Wir haben hier einen ziemlich roten Heizkörper und dieser wird entsprechend immer blauer, also weniger Rotanteil. Bei dem mit hydraulischen Abgleich sehen die alle gleich aus. Ziel des hydraulischen Abgleichs ist es, gleichmäßige Temperaturverteilung mit wenig Pumpenleistung und niedriger Vorlauftemperatur. Der hydraulische Abgleich ist auch eine Pflicht bei der Heizungserneuerung, also eine Voraussetzung bei der Förderung. Was wird beim hydraulischen Abgleich gemacht? Beim hydraulischen Abgleich geht es also darum, die Temperatur, also das Heizungswasser, gleichmäßig zu verteilen. Wenn diese Heizkörper, so wie hier dargestellt, alle gleich groß sind, dann hat Wasser das Bestreben im Grunde, wenn hier unten die Heizungsanlage sein würde, diesen Heizkörper besonders viel Wasser und Wärme zu geben, weil dieser Heizkörper den kürzesten Weg hat. Dieser Heizkörper ist näher dran gegenüber dem oberen, also würde der eventuell auch noch mit Wärme versorgt werden und der vielleicht gar nicht mehr. Und damit das nicht passiert, damit alle gleichmäßig viel Wasser und Wärme bekommen, müssen diese Ventile an dieser Stelle entsprechend eingestellt werden. Die müssen so eingestellt werden, dass die entsprechend dieser Heizkörper nur die Wassermenge bekommen, die diese Heizkörper für die Heizleistung des Raumes benötigen. Das bedeutet, dass man diese Ventile einstellt und reduziert im Durchfluss. Und Reduzierung Durchfluss bedeutet in Summe natürlich auch, dass meine Umwälzpumpe in der Summe auch weniger Wasser umwälzen muss. Und weniger Wasser umwälzen bedeutet im Endeffekt natürlich auch, dass mein Heizkessel auch weniger laufen müsste, weil das ja immer wieder halt eben Temperaturverluste sind und die müssen durch den Heizkessel entsprechend irgendwo ausgeglichen werden. Und hier sehen wir ein vernünftig ausgeglichenes System, das dann entsprechend bei jeder Situation alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden und entsprechend geringere Pumpenleistung. Hier sehen wir so ein voreinstellbares Ventil. Man hat hier den Fühler, den Kopf abgenommen und darunter ist das Geheimnis. Das kann sein, dass Sie noch Ventile haben, die nicht voreinstellbar sind. Die älteren Versionen haben entsprechend diese Möglichkeit nicht. Sie müssen einfach mal den Kopf abnehmen und schauen, wie es darunter aussieht. Haben Sie so ein ähnliches Bild oder ein Bild hier mit irgendwie Zahlen, kann ja auch ein anderer Hersteller sein, dann haben Sie in der Regel eigentlich ein einstellbares Ventil.
ist da gar keine Zahl, kein gar nichts drunter, dann wird das noch ein altes Ventil sein, was nicht voreinstellbar ist. Das müsste bei einer Sanierung entsprechend getauscht werden, damit man es dann halt eben auch für den hydraulischen Abgleich entsprechend anpassen kann. Hier sehen wir auch den Einstellschlüssel für diese Ventilart. Mit diesem Schlüssel sehen wir hier die Skala entsprechend. Hier sehen wir die Markierung und darüber kann man dann entsprechend das Ventil sauber einstellen für den Durchfluss, was wir an diesem Heizkörper entsprechend haben müssen. Und man sieht das auch oft im Grunde halt eben, wenn man mal die Ventile vergleicht, dass das nicht gleich sein könnte mit dem Durchfluss. Weil wenn Sie im Gäste-WC mal schauen und auch im Wohnzimmer, das Ventil ist genau gleich groß, ist oft ein Halbzoll-Ventil. Und dann können Sie sich vorstellen, dass im Gäste-WC die gleiche Wassermenge durchgeht wie zum Beispiel im Wohnzimmer. Und dann versteht man irgendwann, okay, der Heizkörper Gäste-WC, kleiner Heizkörper, muss reduziert werden. Also wird er über diese Voreinstellung reduziert, damit an diesem Heizkörper auch nur die Menge durchgeht, die dort benötigt werden. Also voreinstellbare Ventile erforderlich. Fördermittel, Heizungsoptimierung, BEG, BAFA, KfW oder BAFA ist die Förderung für diesen hydraulischen Abgleich, halt eben entsprechend die 15%. Und wenn wir eine Heizungssanierung machen, ist das ein Pflichtprogramm mit in der Förderung der Heizungssanierung. Kosten circa 60 bis 100 Euro pro Heizkörper. Da ist natürlich die Menge der Heizkörper mit entscheidend, was das unterm Strich nachher pro Heizkörper kosten würde. Es muss eine Dokumentation der Berechnung erstellt werden und auch Ihnen übergeben werden. Und Voraussetzung für spätere Förderung von Heizungssanierung mit erneuerbaren Energien. Man muss einmal noch eben hier zurück. Auf diesen Ventilen passen natürlich auch die digitalen, die smarten Köpfe drauf. Das spielt keine Rolle, ob Sie jetzt ein voreinstellbares Ventil haben oder auch nicht. Ihre Heizungspumpe oder Umwälzpumpe, die Sie im Keller entsprechend oder auch in Ihrer Heizungsanlage haben, richtet sich so ein bisschen nach, was für eine Anlage Sie haben. Haben Sie unten im Keller zum Beispiel einen Kessel stehen, dann ist meist halt eine Pumpe irgendwo, ja, oberhalb entsprechend irgendwo platziert. Haben Sie eine Therme, sowas ähnliches, dann sitzt die Pumpe oft in dem Gerät verbaut. Aber Sie sehen ganz oft halt eben, dass es so wie hier halt eben Pumpen sind, dreistufig, zweistufig. Das sind so die alten Pumpen, die halt eben immer noch vor Ort zu finden sind. Wir sehen aber auch gleich sofort, diese Pumpe ist jetzt eingestellt auf 3, müsste die stehen. Das ist eine Einstellung, die man vor Ort ganz oft vorfindet, weil man meint, auf 3 höchste Stufe werden alle Heizkörper wunderbar mit Wärme versorgt. Ja, das ist im ersten Moment auch so. Aber in der Regel kann man davon ausgehen, dass sie entsprechend auch mit der wesentlich niedrigen Einstellung klarkommen. Also wenn ich unterwegs bin in solchen Anlagen, gehe ich ganz gerne hin, erkläre den Bewohnern das auch und drehe die Leistung der Pumpe von 2 auf 3 oder von 3 auf 2 oder sogar auf 1 runter. Ich erkläre halt eben entsprechend auch, dass natürlich jetzt im Grunde mal darauf geachtet werden muss, ob alle Heizkörper noch mit Wärme versorgt werden oder nicht. Wenn nicht, dann eventuell müsste die Leistung erhöht werden. Aber in der Regel passt das eigentlich. Und wenn man dann weiß, dass man mit dieser Einstellung von 3 auf 1 den Stromverbrauch reduziert hat, was wir hier wunderbar ablesen können, ist das eine ganz interessante Geschichte. Bei dieser Pumpe ist es so, dass wir auf Stufe 3, da haben wir 110 Watt, was die Pumpe in der Stunde verbrauchen würde, und auf Stufe 1 nur noch 45. Und wenn man jetzt weiß, dass eine Umwälzpumpe circa 1800 Stunden im Jahr läuft, wenn eine Regelung mit dran sitzt an Ihrer Heizungsanlage, dann können Sie anfangen zu addieren. Diese Differenz mal die 1800 Stunden mal den Strompreis ist dann, was man im Grunde auf einmal spart. Das ist hier im Grunde auch mal ganz kurz erklärt. Alte dreistufige Pumpe auf 1, 30 Watt statt 80 Watt, ist jetzt zwar jetzt nicht mit diesen Zahlen, aber in der Regel sagt man jetzt ganz grob bei dieser Einstellung Einsparung von ca. 200 bis 500 Kilowattstunden, heißt also 80 bis 200 Euro, liegt natürlich so ein bisschen an Ihrem Stromtarif. Fördermittel
beim Austausch gegen Hochfrequenzpumpen ca. 300 Euro und Heizungsoptimierung BEG BAFA 15%. Eine sogenannte Hocheffizienzpumpe sehen wir auf diesem Bild. Auf diesem Bild sehen wir auch eine Pumpe, die auch wunderbar anzeigt, über ihr Mäusekino, so nenne ich es einfach mal, wie viel Leistung die gerade in diesem Moment verbraucht. Und diese Pumpe steht im Grunde gerade auf 4 Watt. Also wenn wir wieder zu dieser Pumpe gehen, in der kleinsten Stufe war die 45 Watt. Und die Pumpen, die könnte man ziemlich gleichsetzen von der Leistung her. Das heißt also wirklich, dass man, wenn man diese hatte und die dann da einbaut, habe ich die gleiche Leistung erstmal, was an Leistung angeht, um das Wasser umzuwälzen. Aber meine elektrische Aufnahme ist um einiges weniger. Das sind hier zum Beispiel vielleicht nur noch 4 Watt. Diese Pumpe steht jetzt im Autoadapter. Das heißt, die lernt selber, in welcher Stufe die entsprechend fahren muss. Man kann die auch manuell einstellen, wie über 1, 2 oder 3. Oder entsprechend hier natürlich auch, je nachdem, was für eine Kennlinie die Pumpe fahren soll. Entscheidend ist aber auch die Vorlauftemperatur. Hier sehen wir ein Diagramm der Heizungskurve. Das könnte bei Ihnen so aussehen, kann aber auch etwas anders aussehen. Das liegt so ein bisschen daran, was für ein Hersteller Ihre Heizungsanlage oder welcher Hersteller dahinter steckt. Bei diesem Hersteller haben wir hier Zahlen von 0,25 bis 4. Das ist die Steilheit dieser einzelnen Kurven. Und hier unten haben wir die Außentemperatur und hier haben wir den Graphen der Vorlauftemperatur. Was soll uns das Ganze sagen? Also, bei diesem Hersteller wäre eine Werkseinstellung zum Beispiel die Heizkurve 2,0. Das bedeutet, dass die Heizungsanlage nach dieser Kurve fährt. Das ist das Maß aller Dinge für die Vorlauftemperatur. Das bedeutet, um da einfach mal aus dieser Kurve rauszulesen, bei minus 10 Grad nach oben, Schnittpunkt mit der Heizkurve 2,0, bedeutet eine Vorlauftemperatur von 70 Grad oder 75, Entschuldigung. Wenn das eine Werkseinstellung ist und Sie die Anlage so übergeben bekommen haben und nie darauf geachtet haben, hat Ihr Kessel die ganzen Jahre eigentlich in der Regel eventuell mit einer zu hohen Leistung gearbeitet. Das findet man ganz, ganz oft vor, dass die Heizkurven im Grunde ja auf Werkseinstellung sind, im Grunde eigentlich zu hoch stehen. Auch da, wenn ich unterwegs bin, erkläre ich das immer wieder, wie man diese Heizkurve lesen muss und wie man mit umgehen muss. Ich erkläre ganz oft, dass man im Grunde hier mal hingehen muss und die Heizkurve nach unten schrauben soll. Und das in kleinen Schritten. Und am besten auch gar nicht groß zu Hause von erzählen, dass man da was verändert, sondern wirklich in kleinen Schritten nach unten gehen und einfach das Echo zu Hause abwarten. Was passiert? Sie selber merken es oder kriegen es herangetragen, dass eventuell halt eben, ja, vielleicht das zu Hause nicht mehr ganz so warm ist. Und da müssen Sie hin. Sie müssen den Punkt finden, die Heizkurve für Ihr Gebäude, für Ihr Empfinden, für Ihre Anlage entsprechend, wo ist der Punkt, welche Kurve ist genau passend für Sie. Das ist auch eine Geschichte, um zu wissen, ob Sie später den Energieträger, den Sie jetzt gerade haben, wenn Sie vielleicht eine Gas- oder Ölheizung haben, ob Sie bedenkenlos eventuell auch auf eine Wärmepumpe umstellen können. Weil diese Einstellung mit dieser Heizkurve, wenn das Ihr Muss sein würde, dann ist eine Wärmepumpe nicht unbedingt der ideale Partner, als Grundlast ja, aber nicht für die Spitzenleistung. Aber deswegen soll man sich da nicht von abschrecken lassen und halt eben entsprechend, da müssen Sie schauen, wo muss Ihre Heizkurve hin. Und da sollten Sie im Grunde, gerade jetzt wird die Zeit gut, um das zu testen, weil wir kommen ja zur kalten Jahreszeit und da sollten Sie einfach mal mit herumspielen, Ihre Kurve weiter nach unten platzieren, setzen und zu schauen, ob Sie auch mit anderen Temperaturen klarkommen. Und Sie merken auch, das ist eine Kurve. Es wird ja immer gesagt, dass eine Wärmepumpe irgendwo mit 55 Grad Vorlauftemperatur im tiefsten Winter klarkommt und alles, was drüber ist, nicht unbedingt, ist wohl machbar, aber nicht unbedingt wirtschaftlich so interessant. Und da kann man hier im Grunde auch ablesen, minus 10 Grad, 55 Grad wäre im Grunde hier eine Heizkurve von 1,25 ganz grob. Und da müsste man im Grunde hin. Und wenn man da sich befinden würde und hat im Grunde eigentlich immer noch keinen Unterschied gemerkt, dann weiß man, okay,
Das würde so ohne weiteres funktionieren mit dem anderen Energieträger. Und dann würde ich sogar noch probieren, noch weiter runterzugehen. So weit, bis ich wirklich im Grunde halt eben sehe, ob mein Haus entsprechend nicht mehr warm genug ist. Da würde ich aber auch im Grunde darauf achten, in welchen Räumen fängt das an, nicht mehr richtig warm zu werden. Für mich persönlich habe ich immer so eine Sache halt eben, ich habe gewisse Masterräume. Masterraum ist für mich ein Wohnzimmer, die Küche, Badezimmer. Wenn ich die warm habe, ist alles gut. Wenn andere Räume wie Schlafzimmer, Flur, Küche gehört auch noch zum Masterraum. Wenn die anderen Räume halt eben nicht mehr ganz so warm werden, sehe ich das nicht unbedingt als kritisch an. Da würde ich dann entsprechend noch gar nicht drauf reagieren und würde entsprechend meine Heizkurve weiter runterfahren. Wenn diese Masterräume ein Problem bekommen, würde ich natürlich schauen, welcher Raum ist das? Und dann natürlich auch sehen, woran liegt das? Liegt das eventuell dran, dass mein Heizkörper ja vielleicht noch eine Verkleidung hat und gar nicht richtig arbeiten kann? Oder liegt das vielleicht auch dran, dass der Heizkörper vielleicht zu klein ist? In dem Fall könnte man sogar hingehen und den Heizkörper von der Fläche her vergrößern, also sprich anpassen. Das ist immer ein Punkt, in dem Fall eher zu sagen, dann die Heizfläche anpassen, statt die Vorlauftemperatur ständig hochzulassen. Weil das ist immer bares Geld, pure Energie, die Sie halt eben entsprechend zu viel verbrauchen. Hier sehen wir jetzt mal die Einstellung, die 1,25, was ich ja gerade im Bundes schon mal erklärt hatte, halt eben, dass Sie da entsprechend mit dieser Einstellung auf dem Niveau sind, wo Sie auch über einen anderen Energieträger drüber nachdenken können. Jetzt sehen wir ja im Grunde Bilder von Regelungen von Heizgeräten. Das ist eine Front auch von einem Hersteller. Hier wird über diesen Regler die Temperatur eingestellt. Die Heizungstemperatur sehen Sie an hier an dem Heizkörpersymbol. Das ist für Warmwasser. Das interessiert uns jetzt in dem Moment jetzt erstmal gar nicht. Das ist ein Regler, wo Sie hier die Uhrzeit einstellen können. Und hier können Sie die Tagtemperatur, weil die Sonne hier dargestellt ist, und hier die Nachttemperatur einstellen. Auch darüber können Sie entsprechend dann halt eben das Ganze justieren. Da haben Sie zwar keine Heizkurve, aber entsprechend natürlich eine Solltemperatur. Das ist ein modernerer Regler. Hier können Sie entsprechend über Betriebsart und in den entsprechenden Ebenen reingehen, Fachhandwerkerebene. Und da können Sie entsprechend dann auch die Heizkurve auslesen und entsprechend parametrieren und verändern. Ja, hier sehen Sie nochmal eine Heizkurve eines gewissen Herstellers und hier wird dargestellt, dass die Steilheit dieser Kurve veränderbar ist. Je nachdem, wie die Außentemperatur ist, habe ich mehr oder weniger Vorlauftemperatur. Also Einsparung bei Wärmeerzeuger, Brennwertkessel bis zu 10% und Einsparung bei Wärmepumpen. Zum Beispiel von 40 Grad statt 55 Grad bedeutet das gleich 19% weniger Stromverbrauch. Je Grad 1,25%. Und das ist bares Geld, was man wirklich beachten soll und auch entsprechend so ihr System optimieren soll. Hier haben wir nochmal entsprechend die Heizkurve oder die Vorlauftemperatur. Hier sehen wir wieder die einzelnen Kurven und entsprechend die Farben dazu. Entsprechend diese oder die Bedeutung der Farben. Einmal 60 Grad, 55, 45 und 35 Grad. Entscheidend ist dieser Faktor hier, der Stromverbrauch, unser genannter COP-Wert. Bei 35 Grad würde dieser Hersteller, dieser Wärmepumpe, ein COP-Leistungszahl von 4,5 im Grunde bringen. Das wäre in diesem Fall jetzt die 100%. Würde die Vorlauftemperatur statt 35 auf 45 Grad hochgesetzt werden müssen, da ändert sich die COP-Zahl von 4,5 auf 3,6. Das bedeutet, dass ich auf einmal 25% mehr Energie brauche gegenüber dieser Einstellung. Und bei 55 ändert sich die COP-Zahl auf 3,0 und entsprechend brauche ich halt eben mehr Temperatur oder mehr Energie. Vorlauftemperatur kleiner, maximal 55 Grad Heizflächen. Also, was ich ja vorhin schon mal gesagt hatte, Vergrößerung der Heizflächen. Kann aber natürlich auch hingehen, wenn die Möglichkeit da ist, mir eventuell sogar neue Wandheizung zu installieren. Weil Boden ich vielleicht nicht unbedingt dran will, aber an der Wand habe ich vielleicht die Möglichkeit, dort auch Flächen anzubringen. Das ist das Gleiche wie am Boden. Ist in manchen Fällen vielleicht sogar einfacher zu machen. Also nachträglicher Einbau von Wandheizung.
Ich kann aber auch nachträglich Fußbodenheizung einbauen lassen. Das kann man machen, ohne den Estrich rauszunehmen. Sie können im Grunde Fußbodenheizungssysteme einfräsen lassen. Das heißt, dass da werden mit Maschinen, werden da Schlitze, kleine Rillen werden dort in den Boden eingefräst und dort wird entsprechend dann anschließend das Heizungsrohr reingedrückt und darüber kommt schon wieder der Bodenbelag. Man merkt schon sofort, okay, mein Rohr und direkt darüber ist mein Bodenbelag, also ein sehr flinkes, interessantes System und mein Fußbodenaufbau wird gar nicht so viel höher. Eventuell vielleicht nur eine Fliesenstärke. Hier steht eventuell 2,5 Zentimeter Aufbauhöhe möglich. Das muss man dann von Fall zu Fall entsprechend sehen. Derjenige, der fräst, testet natürlich vorher, ob der Boden dafür tauglich ist, weil es gibt manchmal auch sehr, sehr harte Böden. Das ist nicht unbedingt möglich, aber in der Regel kann man da eigentlich von ausgehen. Ja, und was ich auch vorhin schon sagte, eventuell auch vielleicht den Heizkörper vergrößern. Oder es gibt heute auch die Möglichkeit, dass man sogenannte Ventilatoren unter dem Heizkörper mit Magneten setzt, um damit im Grunde die Leistung des Heizkörpers auch um ca. 20% erhöht. Das kann manchmal schon reichen und ist in dem Fall dann ja auch eine ziemlich einfache Lösung. Auch hier ist es immer wieder, dass eine Optimierung der Heizungsanlage, das Ganze wird über die BAFA gefördert mit 15%. Aber auch der Warmwasserverbrauch ist eine interessante Geschichte, um dort halt eben Energie zu sparen, meine Heizung zu optimieren. Eine Minute Warmwasser, 50 Grad mit 10 Liter pro Minute sind circa 0,5 Kilowattstunden Wärmeverbrauch. Das bedeutet circa oder bei 20 Cent Strom. Preis, der heute ja nicht mehr ganz relevant ist, bedeutet das ungefähr 40 Cent für die Kilowattstunde. Und bei 10 Cent bei Öl wären es dann im Endeffekt 12 Cent für die Kilowattstunde inklusive Verluste. Also wichtig ist immer, den Durchfluss verringern, dass Sie im Grunde nicht hier so Köpfe haben, die 10, 12 oder 20 Liter im Grunde durchlaufen lassen, sondern wirklich im Grunde Sparköpfe haben. Wenn Sie einen Sparkopf haben, das ist sogar so, dass Sie da nicht mal im Grunde hinterkommen, ob Sie jetzt einen Sparkopf haben oder Ihren herkömmlichen Kopf haben. Weil die Hersteller da Luft beimischen und dadurch das Gefühl erwecken, dass das im Grunde genau die gleiche Menge Wasser ist wie vorher auch. Aber in der Regel halt eben können Sie da sogar bis auf 6 Liter runtergehen. Warmwassertemperaturermischer nicht zu Warmwellen. Also Sie können auch im Grunde mit kälteren Temperaturen duschen, aber das ist natürlich Ihr eigenes Empfinden. Sparköpfe, 5 Liter pro Minute, das gibt es heute und da haben Sie im Grunde das gleiche Vergnügen beim Duschen wie vorher auch. Wenn Sie mal messen wollen, was Ihr Kopf gerade für einen Durchfluss hat, können Sie es ganz einfach machen, indem Sie einfach einen Eimer nehmen und diesen Duschkopf darüber halten und dann einfach mal eine Minute lang Wasser laufen lassen. Und dann wissen Sie, ob in dieser einen Minute 6, 9 oder auch mehr Liter entsprechend da durchlaufen. Interessant ist auch immer mit warmem Wasser, wenn man das Gäste-WC betrachtet. Gäste-WC, da haben Sie sehr wahrscheinlich dann, oder wenn gerade beim Gäste-WC auch eine Warmwasserinstallation mit vorhanden ist, wenn dort ein Hebelmischer installiert sind, ist es so, dass viele die Angewohnheit haben, wenn der ein Hebelmischer in der Mitte steht, wenn die halt eben entsprechend ja, ihr Geschäft gemacht haben, die Hände waschen wollen, den Hebel in der Mitte stehen lassen und einfach nach oben hinziehen und entsprechend dann ihre Hände waschen. Was passiert in diesem Moment? Die normalen Einhebelmischer würden in dieser Situation, weil das ja die Halb-Halb-Stellung ist, halb warm, halb kalt, also würde auch Warmwasser mit angefordert werden. Oft ist es aber so, dass für diesen kurzen Moment im Endeffekt eigentlich gar kein Warmwasser in der Zeit ankommt, weil wir gar nicht so lange jetzt im Grunde halt eben da die Hände waschen. Und haben aber jedes Mal in diesem Moment eine Anforderung von warmem Wasser. Und das würde jedes Mal bedeuten, dass auch irgendwo wieder Verluste, ja, erzeugt werden. Neuere Einhebelmischer haben oder Hersteller haben das erkannt, dass das teilweise energetisch nicht unbedingt die ideale Lösung ist und haben andere Kartuschen hergestellt, andere Einhebelmischer, die in dieser mittleren Stellung, wenn man den Hebel öffnet, bis zu einer gewissen Stellung nur kalt durchlassen. Und wenn Sie selber warm haben wollen, über diesen Punkt drüber her können und können dann wieder die gewohnte Mischfunktion aktivieren. Also in der Regel bis zu einem gewissen
Widerstand ist nur kalt und über diesen Widerstand drüber weg haben Sie entsprechend auch wieder das gemischte Wasser. Das spart Energie. Wenn Sie da Tausch vornehmen müssen, sollten Sie da mal drüber nachdenken und mal schauen, was Sie dort halt eben für Produkte bekommen können. Erneuerbare Wärme mit BEG fördern lassen ist seit 1.1.24 auch wieder möglich, oder das sind die Bedingungen halt eben, die jetzt gerade aktuell jetzt sind. Über die KfW wird aktuell gefördert. Dort können Sie Förderung klimafreundliches Heizen, wenn Sie zum Beispiel jetzt auch eine Wärmepumpe umstellen würden, würden Sie bei einer Wärmepumpe eine Grundförderung von 30% bekommen. Haben Sie ein Haushaltseinkommen unter 40.000 Euro im Jahr oder bis zu 40.000, dann steht Ihnen sogar noch 30% zusätzlich zur Verfügung. Würden Sie eine alte Ölheizung rausnehmen oder eine alte Gasheizung älter 20 Jahre und nutzen diese Wohneinheit, das Gebäude selber oder Wohneinheit eigentlich, dann steht Ihnen nochmal 20% zusätzlich zur Verfügung. Haben Sie vor, eine Wärmepumpe zu installieren, die klimafreundliches Kältemittel verwendet, stehen Ihnen nochmal 5% zu. In der Summe sind dies mehr wie 70%, aber der Gesetzgeber sagt einfach, mehr wie 70% gibt es nicht. Bei diesem Haushaltseinkommen ist in 2024 das Haushaltseinkommen 21/22 maßgeblich. Sie können also maximal 70% bekommen. Und die förderfähigen Kosten beim Einfamilienhaus sind maximal 30.000 Euro pro Wohneinheit. Und für die nächste Wohneinheit sind es nicht 30, sondern 15.000. Und nach der zweiten Wohneinheit sind es dann immer 8.000